Hallo meine Freunde, euer Coach hier ist Cecil. Ganz krasse Neuigkeiten aus dem "Wir verarschen euch, damit wir alles Geld machen und ihr pleite endet" Markt. Ganz krasse Nachrichten besprechen wir jetzt. Bevor wir starten, unbedingt einmal den Kanal abonnieren, die Glocke drücken, das Video unbedingt teilen, damit wir nicht in diesem Great Reset landen, alle pleite sind, die Hilfen annehmen müssen und in der Versklavung enden bis ans Ende unserer Tage. Ist so krass. Wenn man das auf dem Rentenbescheid sieht, was da auf uns zukommt in 30 Jahren, wissen wir eigentlich sowieso schon Bescheid. Dafür unbedingt in die Kommentare gucken. Jetzt geht's los. Was gibt es für krasse Neuigkeiten? Und zwar Wells Fargo, die große Bank in den USA, die vorher ihre Kunden angeschrieben haben und gesagt haben, ihr dürft nicht in Krypto investieren. Wenn, kann es sein, dass wir euch rausschmeißen. Diese Bank bietet jetzt ihren Kunden die Möglichkeit an, in Krypto zu investieren. Aber natürlich nicht dem Fußvolk, sondern nur den reichen Kunden, die mehrere Millionen auf dem Konto haben. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Auf jeden Fall sieht man, die Adaption ist jetzt immer mehr im Kommen und es wird einfach kommen und es ist unvermeidbar. So, dann muss man sich mal überlegen, die Banken sagen dir, du darfst nicht in Krypto investieren. Du darfst aber dir jedes Wochenende Stripper bezahlen oder Stripperinnen. Du darfst nach Vegas fahren, du darfst all dein Geld beim Glücksspiel auf den Kopf hauen, aber du darfst nicht in das beste Asset aller Zeiten investieren, in Bitcoin. Das kontrollieren die. Es gibt da Formulare, die man ausfüllen muss. Da musst du, bist du in einer, irgendeiner, ich darf das Wort nicht sagen, Organisation? Nein. Besitzt du Waffen? Nein. Bist du kriminell? Nein. Bist du Teil der Mafia? Nein. Besitzt du Krypto? Hä? Was sucht das denn hier? So, das ist die Realität. Naja, auf jeden Fall, nächste Neuigkeit. Palantir akzeptiert jetzt auch Bitcoin. Und was sie machen? Sie kaufen nicht Bitcoin mit ihrem eigenen Geld, sondern, und das wird jetzt kommen, es wird eine Welle von Firmen kommen, die genau das Gleiche machen. Sie akzeptieren Bitcoin als Bezahlung. Und sie tauschen die angenommenen Bitcoin nicht um in Fiat, ich verarsche euch, das Geld geht sowieso auf Null, historisch immer, da rein tauschen die es nicht, sondern die behalten es natürlich. Und das ist krass, weil wenn die ganzen Firmen darauf kommen, dass ihr ganzes Geld so wegschmilzt, dann werden das ohne Ende Firmen machen müssen. Was gibt es noch für Neuigkeiten? Sehr, sehr krass. Und zwar Coinbase launcht jetzt eine Zweigstelle in Japan. Und Japan ist in Krypto ganz weit vorne. Das heißt, das ist ein richtig krasser Schritt. Und Coinbase ist ja praktisch eine Börse. Und die ist ja auch an die, ja, an Aktienmarkt gegangen. Und die Umsätze sind einfach so krass am Explodieren, weil dieser Bedarf einfach da ist. Und es sind jetzt noch so wenig Menschen drin. Sie haben jetzt die Zahlen vom zweiten Quartal veröffentlicht und sie haben 1,6 Milliarden Umsatz bzw. Gewinn gemacht, weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber was sehr, sehr interessant daran ist, sie werden davon 10% auch in Krypto investieren. Und da denkt man, okay, Coinbase ist doch eine Kryptobörse, haben die nicht ihr ganzes Geld in Bitcoin oder in Krypto? Nein, haben sie nicht, aber sie werden jetzt in Zukunft 10% ihrer gesamten Gewinne in Krypto stecken und das ist auch, das ist so krass. Man weiß noch nicht, wo sie rein investieren, ob in Ethereum, ob in Bitcoin oder so, weiß man noch nicht. Aber es ist auf jeden Fall krass. Warum ist es so krass? Weil 78% der Bitcoin gar nicht mehr verfügbar sind. Also sie sind nicht liquide auf den Börsen, dass sie die kaufen können, sondern sind alle von den Börsen runtergenommen worden. 111.000 Bitcoin sind in den letzten 30 Tagen von der Börse genommen worden. Das ist so viel wie noch nie. Also es wird immer weniger. Und wenn die ganzen Firmen reinkommen und sagen, hey, Moment mal, unser Geld schmilzt hier, wir stecken es in das beste Asset, was im Schnitt 200% pro Jahr gemacht hat, wir stecken es da rein, um uns zu schützen, dann der Preis muss explodieren, weil es ist nicht mehr genug Bitcoin da. Und was ist das Krasse daran zu verstehen? Michael Saylor hat so ein geiles Interview gemacht. Da hat er das genauso gesagt, wie es auch wirklich ist. Guck mal, die Menschen verstehen Sachen nicht. Damals mit dem Gurt. Du hast die Zahlen gehabt, du hast Studien gemacht. Hey, wenn die einen Gurt haben, dann sterben pro Jahr, keine Ahnung, 100.000 Menschen weniger. Und alle so, ja, ein Gurt. Puh, das weiß ich nicht, ob das gut ist. Das hat 10 Jahre gedauert.
Obwohl jeder sofort sagen muss, ja natürlich machen wir das. 10 Jahre. Als ich noch klein war, gab es hinten auf der Rückbank noch keine Gurte. Vorne auf dem Fahrersitz, ja, auf dem Beifahrersitz manchmal, bei den guten Autos. Ey, es ist so krass. Und überleg mal, wenn du zum Beispiel vor, wer weiß wie viel Jahren, ich weiß nicht, wann die Elektrizität angefangen hat, könnt ihr mal reinschreiben unten, wann haben wir die Elektrizität bekommen? Wenn du da gekommen bist und die alle mit ihren Kerzen und da gab es Kerzenfirmen und, und du kamst dann zur Regierung und hast gesagt, hey, Elektrizität hier, können wir in alle Dings, macht Kerzen praktisch irrelevant und können wir überall in alle Häuser rein. Was? Elektrizität? Das dauert Jahrzehnte zum Teil, bis die Menschen das verstehen überhaupt. Das ist ja das Krasse. Und das verändert das Leben so krass. Und das ist auch Bitcoin, diese Infrastruktur von der Möglichkeit, Zahlungen zu leisten. Also das, was deine Bank macht. Aber wir müssen ja verstehen, so viele Menschen auf der Welt sind nicht am Bankensystem angeschlossen. Heutzutage hat aber jeder ein Handy, zum Beispiel, wo sie jetzt auch Bitcoin als ja, offizielle Währung anerkannt haben, da sind, ich glaube, 70% nicht am Bankensystem angeschlossen. Aber die Menschen haben im Schnitt 1,4 Handys. Also jeder kann dann in Zukunft einfach von seinem Handy Geld überweisen, Geld empfangen. Und das ist eine ganz neue Infrastruktur für ein Finanzsystem, was weltweit einfach für jeden erreichbar ist und was keine Kosten hat und was keine Wells Fargo Bank hat, die dir sagt, hey, bist du in einer kriminellen Organisation? Bist du bei der Mafia? Oder besitzt du Krypto? Das geht dann nicht mehr. Das ist dezentral. Du kannst in Indien sitzen und deinem Onkel in USA Geld schicken oder andersrum. Wenn man das heute macht, wenn man heute von den USA Geld nach Indien zum Beispiel oder in irgendwelche Entwicklungsländer schickt, die nehmen solche Gebühren, die nehmen dir 25% weg. Wenn du jetzt die Möglichkeit hast, von deinem Handy deine eigene Bank zu sein, da machst du einmal Klick und das Geld ist eine Minute später da. Mit solchen Gebühren. Das heißt, das ist eine ganz neue Infrastruktur, die gebaut ist, die wir noch gar nicht verstehen. Und es ist praktisch erst Jahr 1 der Adaption von großen Institutionen. Noch vor 1-2 Jahren hast du keine Institution gesehen, die auf einmal wie Palantir Bitcoin als Zahlungsmittel erlaubt. So, wir sind ganz am Anfang, aber diese Adaption wird kommen. Und wenn du zum Beispiel früher gesagt hast, hey, weißt du was, diese ganzen Holzhäuser hier in New York, könnt ihr alles vergessen, wir haben jetzt Stahl, wir können jetzt, keine Ahnung, ich sitze hier jetzt gerade im 28. Stock, wir können jetzt Häuser bauen, die sind einfach mal 100 Stockwerke hoch, kein Problem, mit Stahl, vergiss mal dein Holz, kannst alles kaputt machen, kannst wegschmeißen. hat die Regierung auch nicht gesagt, ach, Stahl, super, zeig mal, gib mal, wir machen jetzt alle Häuser platt. Nein, das dauert Jahrzehnte, bis die Menschen das verstehen. Michael Saylor sagt, es braucht 10 Stunden, bis man gar nichts versteht, bis man ein bisschen verwirrt ist. Es braucht 100 Stunden, bis man es nicht gut versteht. Und es braucht 1000 Stunden, bis man es einigermaßen verstanden hat. Und es braucht 10.000 Stunden, bis du es verstehst, bis du verstehst, was das ist. So, und auch mit Aluminium zum Beispiel. Ja, wir brauchen Aluminium, weil damit, das brauchen wir für die Verarbeitung von Flugzeugen. Weil dann können wir ohne Probleme von New York nach Tokio fliegen, in ein paar Stunden. Alle so, warte mal, wofür? Was willst du? Mit einem tonnenschweren Gerät durch die Luft fliegen? Bist du geisteskrank? So. Aber das ist die Adaption und das passiert so krass. Und wir können zum Beispiel sehen, früher war es auch so, dass der Aktienmarkt, da haben die gesagt, der Aktienmarkt ist ja nur wie ein Gewinnspiel. Da kann man doch nicht investieren. Das ist Wahnsinn. So, und da ist jetzt der Kryptomarkt. Das ist ein neues Zeitalter, was in DeFi möglich ist, wo du einfach mal 10-20% bekommen kannst, anstatt bei deiner Bank, die dich ausquetschen an Informationen. Ich muss, wenn ich mir eine Uhr kaufe, muss ich die Quittung zu meiner Bank schicken. Von meinem ehrlich verdienten Geld, wenn ich mir eine Uhr kaufe, will meine Bank eine Quittung davon sehen, weil sie mich sonst rausschmeißt. Das Bankensystem ist so vorbei. Und wenn zum Beispiel Ethereum mit den ganzen DeFi-Plattformen
wie AW und so weiter, Maker und so weiter, wenn die zum Beispiel nur 1% von dem Umsatz dieses Bankensystems, dieses korrupten, ich erwürge dich, ich will alle Informationen und gebe dir null Zinsen praktisch dafür, wenn die nur 1% davon ersetzen, den Market Share übernehmen, dann ist Ethereum bei 40.000 Dollar. Ethereum ist jetzt gerade bei 3.000 Dollar. Und das ist noch nichts, weil jeder normal denkende Mensch müsste wissen, okay, ich kriege lieber anstatt 0,0001% Zinsen und ausgeraubt zu werden und dass ich eventuell noch Negativzinsen bezahlen will, da nehme ich doch lieber 10% und habe es hier direkt in meinem Handy und kann es von A nach B schicken, wie ich will. Das ist doch sehr viel logischer. Wie Elon Musk zum Beispiel auch gesagt hat, in Europa zahlen wir für unsere Einnahmen von Tesla Negativzinsen. Nur, dass wir das Bankensystem mal verstehen. Du gibst der Bank Geld, damit sie mit deinem Geld mehr Geld macht und dafür musst du noch zahlen. Und die Menschen so, ja, Sessi, das ist doch voll normal. Meine Grundschullehrerin hat mir nie was anderes gesagt. Deswegen hat Ford auch gesagt, Henry Ford, wenn die Menschen das Finanzsystem verstehen würden, gäbe es vor morgen früh eine Revolution, weil es zu krass. Und so hat Elon Musk auch gesagt, wir zahlen in Europa Negativzinsen. Alles, was wir jetzt da verdienen werden, werden wir direkt in Bitcoin stecken. Und das ist die jetzt verstehen, dass ein Gurt anschnallen für ein Auto relativ wichtig ist oder dass man mit Elektrizität oder mit Stahl Häuser bauen kann oder Schiffe. Hey, was? Wieso brauchen wir Stahl? Wir haben doch Holzschiffe, so viel besser. 10 Jahre. Nur Holz, Holz, Holz. Wer das jetzt versteht und zu den 1% bis 3% gehört, die da jetzt drin ist, die werden extreme Vorteile haben in Zukunft. Weil die Banken wissen es jetzt schon. 55% der größten Banken sind jetzt schon in Krypto. Der 100 größten Banken. 55 der größten 100 Banken sind jetzt schon in Krypto. Wir müssen aufwachen und es teilen, okay? Deswegen teile das Video unbedingt. Like das Video natürlich und abonniere den Kanal. Ich weiß, YouTube. Eigentlich alle großen Social Media Plattformen wollen irgendwie nicht so wirklich, dass du gesund bist, dass du Geld bekommst, dass du vorankommst im Leben, Persönlichkeitsentwicklung, eigentlich alles, was dir hilft, wird eigentlich ziemlich krass unterbuttert. Deswegen unbedingt den Kanal abonnieren, unbedingt teilen, damit mehr Menschen diese Informationen jetzt bekommen, bevor die ganzen Banken, die großen Firmen sich wieder alles unter den Nagel reißen, okay? Das war es erstmal für heute und guck unbedingt in die Kommentare und das eine Video an, weil ob der Bitcoin-Preis, ich sag's immer wieder jetzt, 100% oder 200% hoch oder runter geht, das wird nicht dein Leben jetzt sofort verändern. Dein Leben kann man nur verändern, indem man sich rauszieht aus der Versklavung und abkoppelt. Und das erkläre ich ganz genau in dem Video, in den Kommentaren. Und das war es erstmal für heute. Bis dann, euer Coach. Sessi.